Hallo, ihr lieben Fische, hier ist Julia von Weil du schön bist und jetzt mit der Tarotkartenlegung für den August 2020. Ich hatte das in den letzten 6 Kartenlegungen, die ich hochgeladen habe, schon erwähnt, dass ich erstmal mit dem Tarot anfange für den August und dann tatsächlich auch nochmal das Lenormand mache. Und für das Lenormand werde ich euch auch wieder die Karten zeigen, während ich beim Tarot jetzt die Karten hochhalte in die Kamera. Ich mache jetzt eine Monatslegung, die ich entwickelt habe, die mit 6 speziellen Fragen reingeht. Und zwar, was ist dein Thema? Was solltest du nicht tun? Was solltest du tun? Was kann dir potenziell Energie ziehen? Was gibt dir Kraft und was gibt dir Energie? Und dann, worauf läuft es hinaus? Das Ganze mache ich mit dem Tarot. Wo haben wir es hier? Das nennt sich hier The Good Tarot. Karten liegen schon auf dem Tisch für die ersten Hauptenergien und dann gehe ich rein und kläre mit dem Rider-Waite-Tarot nochmal und ziehe nochmal für jede Karte 2 weitere Karten, um mehr Informationen zu bekommen. Also, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube erstmal nicht. Wir gehen jetzt also direkt rein. Diese Kartenlegung ist also für dein Sonnenzeichen, für dein Mondzeichen oder für deinen Aszendenten. Du kannst dementsprechend auch die anderen Aspekte einmal anschauen. Ja, was ist das Thema? Das Thema des Mondes. Das Thema des Monats ist die Sonne. Was für ein Versprecher. Wir haben heute Neumond. Das kommt auch nochmal dazu. Also, wir haben die Sonne hier als Hauptthema. Grundsätzlich habe ich hiermit das Gefühl, dass es ein sehr starker, ein sehr erfolgreicher Monat wird, was auch immer du angehst, was auch immer dein Anliegen ist. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es eventuell sogar möglich ist, einen Neustart, einen Neubeginn. Die Sonne steht auch für der neue Tag, der anbricht. Ne? Vielleicht bricht auch ein ganz neuer Zyklus an, der Sonnenzyklus. Ne? Ein Jahr ist ja auch quasi ein Zyklus. Aber grundsätzlich ist die Karte, die Sonne, eine unfassbar positive, erfolgsversprechende Karte in jeder Hinsicht. Was solltest du nicht machen? Und das finde ich jetzt spannend. Da haben wir die 7 des Wassers, die 7 Kelche. Und bei den 7 Kelchen geht es um Wunschdenken, um Illusionen, manchmal auch da, dass man so ein bisschen verwirrt ist und nicht genau klar sehen kann. Ich interpretiere diese Karte so in dieser speziellen Position. Du solltest dir keine Luftschlösser bauen. Häng nicht zu sehr deinen Tagträumen nach. Und gerade auch, weil ich schon sehe, was hier die nächste Karte ist in der Position, was du tun solltest, habe ich das Gefühl, es ist wichtig, Situationen nicht zu verklären. Also nicht zu sagen, oh ja, aber es könnte ja so schön sein, wenn es eigentlich bestätigt wurde mehrmals, dass diese Situation vielleicht nicht ganz so schön ist. Dieses, es könnte ja so schön sein, wenn, ne? Manchmal ist es wichtig, einfach ganz klar auf die Situation zu gucken und zu gucken, was sind denn die Zyklen dieser Situation, dieser Partnerschaft, dieses Berufes, und was sind die Fakten? Ich habe das Gefühl, hier geht es auch wirklich darum, was du eben nicht tun solltest, ist eine Situation zu verklären, vielleicht auch die Vergangenheit zu verklären oder Hoffnungen zu haben auf, oh, es könnte ja alles so schön sein, wenn. Ich habe auch das Gefühl, hier geht es auch so um eine inaktive Karte, ne? Also diese Vorstellung aus, könnte ja so schön sein und la la la. Ich gehe jetzt direkt mal zu der nächsten Karte, weil das ist das, was du tun solltest. 2 der Erde. Die 2 der Erde ist so für mich anpacken, ne? Sachen in die Balance bringen. Also keine Tagträume, sondern wirklich hier in die Aktion gehen. Vielleicht musst du dich entscheiden zwischen 2 Dingen. Vielleicht musst du 2 Dinge miteinander balancieren und in die Balance bringen. Das könnte auch sein. Die 2 der Münzen kann, wie gesagt, auch eine Entscheidung sein. Und ich habe aber auch das Gefühl, hier versucht man an etwas zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, jetzt ist nicht die Zeit, eben nachzudenken, oh, wie könnte es sein, was könnte man alles tun, sondern jetzt ist wirklich die Zeit, hey, was machen wir, ne? Wie gesagt, wir schauen gleich nochmal weiter rein in die, mit dem, nicht mit dem Lenormand, mit dem Rider-Waite-Tarot. Was zieht dir potenziell Energie? Das muss nicht zwingend ein negativer Aspekt sein. Das kann auch einfach was sein, wo du ganz viel Aufmerksamkeit reingibst. Ne? Aufmerksamkeit gleich Energie. Dementsprechend, das kann ein negativer Aspekt sein, muss aber nicht. Ein Beispiel dafür zum Beispiel, wenn du ganz viel zu tun hast und voll am Arbeiten bist, ne, dann könnte das sein, hey, kann sein, dass du mega viel zu tun hast und das eben deine Aufmerksamkeit, deine Energie sehr frisst, so. Wobei fressen auch nicht das richtige Wort ist, aber zieht. Und das wäre ja im Prinzip eigentlich
gut, wenn es was ist, was du gerne machst, dann hast du viel von deiner Arbeit und du machst das gerne, aber es erfordert eben Aufmerksamkeit. Und wir haben hier in dieser Position die drei des Feuers. Und das ist auch wieder, das kann auf Teamarbeit hinweisen. Also es kann hier theoretisch um eine Business-Situation gehen, theoretisch aber auch tatsächlich um eine Liebe. Das ist die Karte für Wachstum. Auch wieder an etwas arbeiten, im Team an etwas arbeiten. Sich zu überlegen, hey, wo geht's denn jetzt hin, in welche Richtung? Das ist auch für mich die Karte für persönliches Wachstum, für spirituelles Wachstum, erweitern, vielleicht sich auch ja, im Beruflichen erweitern. Die drei der Stäbe. Stäbe steht für das Feuerelement und dementsprechend auch für Motivation, Inspiration. Vielleicht tätigst du eine Reise. Das kann hier auch sein, dass eine Reise eventuell sehr viel Aufmerksamkeit oder die trotzdem irgendwie auch Energie zieht. Genau. Aber eigentlich eine sehr schöne Karte. Aber wenn man überlegt, persönliche Weiterentwicklung geht auch tatsächlich darüber, dass man sehr ehrlich ist mit sich selber und sich selber anschaut. Und das kann manchmal ganz schön Kräfte ziehen. Auch wenn man, ich sag mal, jetzt energetische Heilbehandlungen macht. Viele denken wahrscheinlich, ja, ist so ein bisschen Wu-Wu und Tüdelüt und man kann damit irgendwie nichts anfangen und es bringt ja alles nichts. Wer mal eine energetische Heilbehandlung gemacht hat, der wird wissen oder wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass es tatsächlich sein kann, dass man an dem Tag danach völlig hinüber ist. Oder auch Tage danach, dass man plötzlich merkt, so, boah, ich habe keine Energie und es fordert alles so viel Kraft und auf, oder ja, es fordert so viel Kraft und Energie, weil tatsächlich Prozesse wirken auf energetischer Ebene, die wir vielleicht mit unserem Verstand gar nicht verstehen können. Also deswegen persönliche Weiterentwicklung, spirituelle Heilung, spirituelle Weiterentwicklung, auch alles Themen, die durchaus auch Energie ziehen können. Aber lass uns nochmal hier schauen, ne? Wir haben die Sonne als Hauptkarte und das, ich habe das Gefühl, was auch immer das hier ist, es ist erfolgsversprechend, erfolgreich und sehr positiv. Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Energie? Da haben wir hier den Messenger of Air. Das ist also der Ritter der Luft, Ritter der Luft oder Ritter der Schwerter. Und das kann sein, dass irgendwas ganz schnell reinrauscht. Vielleicht eine Person, vielleicht ein Luftzeichen. Was haben wir denn da? Luftzeichen, Wassermann, Zwilling oder Waage. Es kann sein, dass irgendeine Art von Geschwindigkeit, also Schnelligkeit, dass irgendwas, was schnell ist, Schnelligkeit, dass da irgendwie das Stichwort ist, irgendwas, was dir Kraft gibt, irgendwas, Entschuldigung, irgendwie irgendwas, was reingerauscht kommt oder, ach, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken gerade. Wenn man immer so viel redet, ne? So, oder, ja, genau, dass irgendwas einfach ganz, ganz schnell geht. Vielleicht ist hier irgendein Prozess, der dann auch wirklich schnell geht. Also Geschwindigkeit ist hier wirklich das Thema. Aber ich habe fast das Gefühl, das beflügelt dich. Kommen wir jetzt mal zu der letzten Karte, worauf es hinausläuft. Und auch, wie gesagt, da, wir haben die Sonne als Hauptkarte. Es läuft auf die fünf der Schwerter rauf und raus. Und die fünf der Schwerter ist eigentlich eine Karte, wo man sagt, ist eine recht unangenehme Karte. Es kann sein, dass da gewisse Kämpfe gekämpft werden, gewisse Schlachten, durch die man gehen muss. Ich habe aber das Gefühl, hierbei geht es wirklich auch darum, stehe für deine Überzeugungen ein. Ich habe das Gefühl, bevor ich das Video angefangen habe, habe ich mich mal ein bisschen eingetuned in die Karten. Und eben weil wir die Sonne auch hier haben und auch die restlichen Karten nicht schlecht sind, habe ich das Gefühl, hier geht es darum, am Ende des Monats willst du ganz genau wissen, wo du deine Energie reingibst, ne? Also, was ist wirklich deine Energie wert? Und das kann halt auch damit zusammenhängen, dass wir hier gerade die 7 des Wassers haben, wo du dich vielleicht fragst, hey, wo gebe ich jetzt meine Energie rein? Manchmal bei der 7 des Wassers sage ich auch, hey, vielleicht hast du einige Optionen. Ne, dann ist es vielleicht gar nicht so die Karte von Illusionen, Wunschdenken, sondern die Karte von, boah, ich habe hier 7 Kelche und ich kann jetzt davon wählen. Vielleicht musst du dich entscheiden in der Liebe, vielleicht hast du da mehrere Leute oder zwei. Vielleicht gibt es Projekte oder irgendwas auf der Arbeit, wo du sagst, oh, ich muss mich da jetzt entscheiden. Oh, eigentlich will ich irgendwie so vieles machen. Das könnte auch die Karte sein, ne?
Aber das ist eben das, was du nicht weitermachen sollst. Und du sollst dich jetzt entscheiden. Es ist die Zeit der Entscheidung und an der Sache zu arbeiten. Vielleicht, wie gesagt, zwei Sachen in die Balance zu bringen und zu wachsen. Und wie gesagt, am Ende des Monats habe ich das Gefühl, du wirst wissen, was wirklich deine Energie wert ist. Und wir schauen mal, wie die Karten hier weiterliegen. Also, was ist hier das Thema? Eine weitere Karte oder zwei weitere Karten für das Thema für die Fische. Haha, schaut mal, schon wieder Wachstum, gleiche Karte. Das ist die Karte, die auch hier in der Position liegt für was kann dir Energie ziehen, ne? So sieht die Karte im Rider-Waite aus. Drei der Stäbe, also hier schon wieder das Thema Wachstum, Expansion, persönliche Weiterentwicklung, spirituelle Weiterentwicklung, vielleicht eine Reise. Schauen wir mal, was ist hier noch. Aber sehr erfolgreich. Ich habe das Gefühl, es ist eine erfolgreiche. Und schon wieder. Habe ich es nicht gerade schon gesagt? Hier irgendwas in die Balance bringen, ne? Das ist auch die. Ja, ein bisschen ist das hier die Karte auch von Geduld. Wobei ich sagen muss, ich spüre ganz stark hier für dich, es geht nicht mehr wirklich ums Warten. Vielleicht Geduld mit einer gewissen Manifestation, wo du sagst, oh, ich arbeite da jetzt irgendwie schon für. Wann zeigt sich denn das, was ich eigentlich möchte? Ne? Wir wollen immer so das Ziel. Und ich habe das Gefühl, hier könnte es darum gehen, hey, komm in die Balance, in die Ruhe, in den inneren Frieden. Habe gerade 11.11 hier gesehen. Das kommt schon alles, es ist auf dem Weg. Hab noch etwas Geduld. Versuche du selber in der Balance zu bleiben. Etwas in die Balance auch wieder hier zu bringen. Das könnte auch ein Thema sein. Vielleicht hat auch irgendwas zum Thema irgendwas in die Balance bringen. Vielleicht ist irgendwas eben aus der Balance geraten. Irgendwas war zu viel, irgendwas war zu wenig und daran wird jetzt eben gearbeitet. Und eben das Thema Wachstum, Weiterentwicklung. Sehr, sehr kraftvoll. Aber empfinde ich hier als wirklich positiv. Sieben des Wassers. Was sollte Fisch nicht tun? Okay, King of Wands, König der Stäbe, hat vielleicht auch was zu tun hier mit einem Feuerzeichen, mit einem Mann, könnte Löwe, Widder oder Schütze sein, kann was mit einem Chef zu tun haben, mit einem Visionär. Vision haben wir da wieder das Thema, oh, okay. Oh, okay, spannend, jetzt haben wir schon wieder eine Karte doppelt, Fünf der Schwerter, so sieht nämlich die Endkarte aus dem Rider-Waite-Tarot aus, wo es wirklich darum geht, hey, in welche Kämpfe steigst du ein? Ne? Lohnt sich das wirklich, in den Kampf einzusteigen oder verliert man letzten Endes mehr, als man gewinnt? Und dann dementsprechend auch die Karte, die sagt, steh für deine Überzeugungen ein. Also wenn du an irgendwas glaubst, steh dafür ein und arbeite dafür, kämpfe dafür, aber sei auch achtsam, wo du deine Energie reingibst. Und ich habe das Gefühl, hier gibt es etwas, wo du deine Energie nicht reingeben solltest. Und das hat zu tun eben mit der Sieben des Wassers, mit den. Was ich ja sagte, ne? Viele Angebote vielleicht, Wunschdenken, Illusionen. Und ich habe das Gefühl, hey, willst du wirklich noch mit der Person hier kämpfen? Ne? Muss nicht ein Feuerzeichen sein. Kann auch einfach nur eine sehr feurige Person sein. Kann auch sein, Feuer ist ja auch Leidenschaft. Das kann im Positiven gemeint sein. Im Negativen würde sich das dann eher so wie Wut äußern. Ich habe eher das Gefühl, hier fokussiere dich da nicht drauf. Steig nicht mehr in die Kämpfe ein mit dieser Person, ob jetzt Chef, Freund oder Beziehungspartner. Und hier die Sieben des Wassers, wie man auf Englisch sagt, get real. Ne? Also, was sind denn da die Fakten? Ne? Versuche das nicht zu verklären. Und vielleicht war die Vergangenheit, vielleicht sagst du auch, hey, in der Vergangenheit war es doch irgendwie so gut. Und so, ich träume immer noch von der Vergangenheit und wie es mal war am Anfang. Oder was vielleicht deine Hoffnungen waren am Anfang. Und ich habe da das Gefühl, da so ein bisschen aufpassen, dass du da nicht in der Dynamik bleibst und wirklich achtsam sein mit deiner Energie und was eben deine Kraft und Energie wirklich auch wert ist. Schauen wir mal, was du machen solltest. Zwei der Erde, irgendwas in die Balance bringen, vielleicht eine Entscheidung. Das hatten wir ja vorhin schon, ne? Vielleicht zwei Sachen miteinander in die Balance bringen. Das Thema Balance kommt hier eh gerade die ganze Zeit. Was? Wow! Auf zu neuen Ufern. Irgendwas in die Balance bringen, vielleicht dich selber in die Balance bringen, irgendwas in deinem Leben in die Balance bringen und auf zu, nee, warte einen Moment. Und auf zu neuen Ufern. Sechs der Schwerter, ich zeige sie dir gleich. Was ist das Weitere, was Fische hier machen soll? Okay, für mich ist die Karte 5, also hier haben wir die 5 der Münzen und hier die 6 der Schwerter. Für mich persönlich sage ich bei der Karte immer,
Hey, lass es nicht zu dicht an dich ran, ne? Das ist so die Karte von dicht machen. Irgendwas, was nicht mehr ankommt. Das kann sein, die Liebe, die nicht mehr ankommt, die Geborgenheit, die Wertschätzung. Irgendwas kommt nicht mehr an. Deswegen ist es auch so eine bedürftige Karte eigentlich, ne? So, hey, hier, du siehst hier die beiden Bettler im Schnee, im Winter, in der Kälte draußen stehen. Und ich habe das Gefühl, davon erstmal, vielleicht gab es hier eine Situation, eben was aus der Balance geraten ist, wo du nicht das bekommen hast, was du vielleicht verdienst, wo du dich jetzt eben davon wegbewegst und sagst, okay, auf zu neuen Ufern, ich bringe jetzt mein Leben hier in die Balance. Für mich kann diese Karte aber auch sein, hey, lass das nicht rein. Wenn da jemand irgendwie versucht, dir deine Energie zu ziehen und wirklich niemals, niemals, niemals wird man persönlich beleidigend. Unter keinen Umständen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Wenn da jemand versucht, dich persönlich niederzumachen, lass das nicht rein. Also man kann immer alles sagen, auch konstruktiv miteinander reden. Man kann auch seine Gefühle kommunizieren. Aber sobald jemand da anfängt, dich persönlich niederzumachen und dir zu sagen, wie blöd du bist oder wie, keine Ahnung, was gibt's denn da alles? Oh ja, du bist so dumm oder du bist so blöd oder oh, du hast dies, du hast jenes. Jemand, der nach außen zeigt, siehst du, drei Finger gehen immer rein. Also jemand, der nur nach außen zeigt und versucht, jemand anderem nur die Schuld zu geben, drei Finger zeigen immer zurück. So. Und lass das nicht an dich ran. Und ich habe das Gefühl, hier geht es davon, dass du eine Situation verlässt, vielleicht auch nur gedanklich verlässt und deswegen auf zu neuen Ufern. Theoretisch könnte das auch weil die sechs der Schwerter, das ist so die Energie von den Gedanken, ne? Schwerter, Gedanken. Es kann auch sein, dass du dich gedanklich hiervon was verabschiedest. Muss gar nicht irgendwas sein, was sich schon mega manifestiert hat. Wenn das zum Beispiel, wenn du dich datest und du bist nicht in einer Beziehung, könnte das auch einfach sein, hey, weißt du was, lass es nicht an dich ran. Verabschiede dich gedanklich davon, dass das nochmal was wird. Und dann haben wir hier auch, wie gesagt, immenses großes Potenzial zu Wachstum, nicht nur im Thema, sondern auch hier, was ein bisschen Energie zieht. Und das ist das, was ich am Anfang schon sagte. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir genau hier hin. Also, lass uns doch nochmal schauen. Was zieht Energie? Ja, Ritter der Kelche, Angebot, ein Liebesangebot, vielleicht auch eine Affäre und dieses aus dem Staub machen, ne? Hier, das kann wirklich hier für manche Leute auf eine Liebesbeziehung oder auf ein Date, ein Flirt, eine Affäre hindeuten und dieses aus dem Staub machen. Und das kann auch eine Karte von Betrug sein, ne? Von Untreue. Guck mal, der stiehlt sich davon. Und er stiehlt sich nicht nur alleine davon, der stiehlt sich auch mit den Schwertern davon. Der nimmt nochmal das mit, was er kriegen kann. Und ich habe das Gefühl, diese Dynamik hier zieht Energie, aber da ist eben auch Potenzial für extremes Wachstum. Und ich glaube, das liegt daran, dass du dich für dich selber entscheidest und hier eine Situation gedanklich verlässt. Für diejenigen, die sagen, hey, weißt du, wartet, für mich geht es nicht um die Liebe. Das könnte natürlich auch es ist halt immer ein Angebot, ne? So, es kann auch vielleicht für einen Job sein, ein Jobangebot, der vielleicht irgendwann, das irgendwann mal schön war, wo du dich irgendwie dran erfreut hast, aber jetzt sich davon zu stehlen, vielleicht ist auch jemand unfair zu dir. Wenn diese Karte auftaucht, weiß man immer nicht so genau, bist du diejenige, die sich davon stiehlt oder ist jemand anderes, der sich davon stiehlt? Wie auch immer das für dich passt, es zieht auf jeden Fall Energie und vielleicht bist du tatsächlich auch falls es eine Partnerschaft ist, dass du ganz clever sein musst, wie du aus der Nummer rauskommst und du sagst, hey, ich weiß, ich muss hier raus, ich weiß, es ist nicht gut, ich weiß, es ist nicht gesund, aber puh. Und deswegen haben wir hier auch enormes Wachstumspotenzial, weil du im Prinzip lernst, auf dich selber aufzupassen, für dich selber einzustehen und das zu tun, was du tun musst, damit du selber gesund bleibst, emotional, mental und körperlich dadurch auch. Und dann haben wir hier die Karte von, was gibt dir Kraft? Schnelligkeit. Macht unter diesem ganzen, unter der ganzen Kartenlegung jetzt noch mehr Sinn, habe ich das Gefühl, weil eine gewisse Schnelligkeit dich hier wirklich unterstützt. Vielleicht, wie gesagt, auch ein Luftzeichen oder eine Person, die dich da unterstützt. Noch eine Möglichkeit einer Person hier, Bube der Stäbe, hätten wir damit ein Feuerzeichen, könnte ein jüngeres Zeichen sein. Lass mich mal gucken, bevor ich jetzt hier weiterrede, was unterstützt, was gibt Energie für Fisch. Okay. Also es scheint zu sein, als ob du eventuell auch schon ein anderes Angebot hast oder vielleicht einen Freund, der dir unfassbar liebevoll
der unfassbar liebevoll ist und der dir wirklich ganz stark hilft, hier deine, ich habe fast das Gefühl, deine 7 Sachen packen und über den Horizont davontraben. Kann sein, dass das nicht nur ein Freund ist, sondern dass das eventuell auch sogar schon der Start einer neuen Beziehung hier ist, ein neues Angebot, ein neues berufliches Angebot, was dich beruflich sehr erfüllt. Und da bewegst du dich drauf zu. Das ist auch die Karte von, ich weiß, wo ich hin will und da geht's jetzt hin. Ne? Und das, diese Klarheit. Klarheit ist etwas, das dir Kraft gibt. Verwirrung ist etwas, was dir Kraft zieht. Klarheit, wir wollen alle klar sein, damit wir klare Entscheidungen treffen. Und dieses ist die Karte von, hey, du weißt, wo du hin willst, geh darauf zu. Du hast entweder hier Hilfe an deiner Seite, um darauf zuzugehen oder um schnell aus einer Situation rauszukommen. Vielleicht gehst du aber auch schon direkt zu einer neuen Arbeitsstelle, zu einer neuen Liebe. Kann auch sein. So, und dann letzte Karte, 5 der Luft. Da hatten wir ja so diese Kampfstimmung, was ich ja gesagt habe, ne? Aber wo es auch darum geht, wo investiere ich meine Energie rein? Und das tatsächlich wirklich in jeder Lebenslage. Also nicht nur, wenn es irgendwie kritisch ist und da ein Streit ist, oh, engagiere ich mich jetzt hier in dem Streit oder gehe ich da jetzt raus, sondern nein, auch wirklich ganz achtsam zu sein und sagen, okay, welche Personen im Generellen, was nährt mich und was zieht mir Energie? Für was stehe ich ein? Für welche Überzeugungen stehe ich ein? Und das muss also nicht nur zwingend sein in Situationen des Konfliktes. So, schauen wir mal weiter. Also, worauf läuft es hinaus für die Fische? Hoppala. Okay. Okay, Karte 1 hatten wir bereits erklärt. Karte 2. Fische, was ist los hier? Also, das ist wieder die Karte Partnerschaft. Das kann auch eine Seelenpartnerschaft sein. Das kann die Liebe sein. Aber eben auch eine schöne Zusammenarbeit, falls es für dich was Berufliches ist. Entweder hier mit einem Erdzeichen oder mit jemandem, der sehr stabil, sehr geerdet ist. Könnte eine ältere männliche Person hier sein. Erdzeichen wiederum wäre Steinbock, Stier oder Jungfrau. Das kann auch sein, dass hier jemand ist, der sich wirklich, der einfach eine gewisse Ruhe und Stabilität ausstrahlt, der vielleicht auch seinen Wohlstand sich schon erarbeitet hat und da recht gut aufgestellt ist. Aber natürlich könnte dies dementsprechend auch die Arbeit wieder bedeuten und dass du selber auf etwas hinzugehst, was dir wirklich eine Stabilität und Sicherheit gibt, auch im Arbeitsumfeld und dementsprechend auch im Finanziellen. Ich sehe hier aber sehr schöne Partnerschaften auf dich zukommen, ob jetzt beruflich, privat. Und ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen sensibler am Ende des Monats, dass du weißt, hey, ist meine Energie wert und was nicht? Wann stehe ich auf für meine Überzeugung? Was sind meine Überzeugungen? Und ja, wunderbar. Was für eine Kartenlegung, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat mit euch resoniert. Wenn ja, Daumen hoch, kommentieren, Kanal abonnieren. Und wenn du deine eigene persönliche Kartenlegung möchtest, dann kannst du auf avalonrituals.com gehen. Unter dieser Website biete ich die Kartenlegung auch an für privat. Und den Link schreibe ich dir hier runter. Und die Seite kannst du, wenn du raufgehst, ist die auf Englisch, die kannst du dann auf Deutsch umstellen. Gehst dann zu Kartenlegungen. Das, was ich hier gerade gemacht habe, ist die Monatsübersicht mit dem Tarot. Also nicht nur das Tarot, sondern die Monatsübersicht mit dem Tarot. Falls du deine eigene persönliche Monatsübersicht haben möchtest, du kannst auch, falls dir diese Art gefallen hat, mir deine spezielle Situation in die Notizbox reinschreiben bei der Kartenlegung und dann mache ich quasi nicht eine allgemeine Legung, sondern kann auch direkt auf deine Situation legen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, ganz liebe Grüße aus Avalon und bis zum nächsten Video.